sei unsere diskrete Gleichverteilung für die Zufallsvariable x für folgende Werte definiert. Mit dem Träger 1, 2, 3 bis n. Diese Werte soll meine Zufallsvariable annehmen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable x einen bestimmten Wert aus der Trägermenge annimmt, da das ja eine Gleichverteilung ist, ist die Wahrscheinlichkeit für jeden Wert gleich wie am Endstück, also ist die Wahrscheinlichkeit 1 durch n. Für, naja, k nimmt natürlich die Werte zwischen 1 und n an. Jetzt will ich von dieser Verteilung, von dieser diskreten Gleichverteilung, die momenterzeugenden Funktionen aufstellen. Folgender Ansatz, also die momenterzeugenden Funktionen mathematisch, man schreibt ein großes M, schreibt dazu die Variable, die Zufallsvariable, die gemeint ist, also hier groß x und von t. Und dann steht hier Erwartungswert von e hoch tx. Also das x ist jetzt hier die Zufallsvariable. Das ist die momenterzeugende Funktion. Kurze Erinnerung, der Erwartungswert, so wie wir in der Schule gelernt haben, von irgendeiner Zufallsvariable, lass es mal jetzt y kurz sein, war immer so definiert, also das war die Summe der Produkte der Realisationen, klein y, mal die zugehörige Wahrscheinlichkeit, dass y den Wert klein y annimmt. Ja, so ist der Erwartungswert definiert. Und genau so machen wir das jetzt auch. Das heißt, wir bilden hier die Summe. Die k's sind zwischen 1 und n. Hier steht jetzt e hoch tk, t mal k, mal die zugehörige Wahrscheinlichkeit, also von der Zufallsvariable x, dass sie den Wert k annimmt. Das hier ist nichts anderes wie eine Potenzreihe. So, okay, wir müssen uns also mit einer Potenzreihe rumschlagen. Okay, ich werde jetzt mal das Summzeichen ersetzen, Groß Sigma, durch, ich schreibe das einfach aus. Das heißt, ich setze einfach ein. Also ich fange mit 1 an, dann steht hier e hoch t mal 1, also e hoch t, mal die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable den Wert 1 annimmt, plus e hoch 2t, also t mal 2 ist das gleiche wie 2t, mal die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable den Wert 2 annimmt, plus e hoch nt mal die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable x den Wert n annimmt. Ja, also das obere ist nur die Kurzform für diese Summe hier unten. Jetzt wissen wir aber, dass die Zufallsvariable für jeden Wert, also p, hier steht doch p von x ist k, ist 1 durch n für Zahlen zwischen 1 und n. Das heißt, diese ganzen Wahrscheinlichkeiten hier sind überall 1 durch n. So, da die Wahrscheinlichkeiten alle denselben Wert haben, ist es eine Konstante, ich kann sie ausklammern. Übrig bleibt. Also, das ist immer noch unsere momenterzeugende Funktion. Jetzt kann man das hier innen noch ein bisschen umschreiben. Man muss noch ein bisschen die Rechenregeln kennen, die Potenzgesetze. Also, ich schreibe es ein bisschen um. So, okay, jetzt habe ich es ein bisschen umgeschrieben. Das heißt, wir haben hier jetzt eine geometrische Reihe mit, ja, nenne ich es mal, mit q ist e hoch t. Dann können wir folgendes schreiben. So, wir klammern q aus, damit man folgende Formel anwenden kann. So, das, was jetzt in der Klammer steht, ist dann q hoch n minus 1 geteilt durch q minus 1. So, unser q war ja e hoch t, also steht hier e hoch t mal e hoch t hoch n, also ist es n mal t minus 1 durch n mal e hoch t minus 1. So, jetzt haben wir unsere momenterzeugende Funktion für die diskrete Gleichverteilung hergeleitet. Jetzt ist aber so, wir haben hier, ich meine, schaut euch mal die momenterzeugende Funktion an. Wer will denn die ableiten? Die macht keinen Spaß, die abzuleiten. Stellt man zwar auf, die lässt man mit einem Computer ableiten, aber per Hand. Und dann noch die zweite Ableitung. Dann ist man den ganzen Vormittag nur mit Ableiten beschäftigt. Nein, steige ich genau da ein. Genau hier. Ich nehme einfach die hier. Diese, also ich tue es mal kennzeichnen. Ja,
werde jetzt das einfach verwenden, weil das super einfach zum Ableiten ist. Ja, okay. Ja, dann wollen wir es jetzt mal ableiten. Das heißt, wir bilden jetzt das erste Moment. Ich leite nach t ab. Okay, ich muss jetzt die e-Funktion ableiten. Aber e-Funktionen sind ja super einfach zum Ableiten. Was macht man? Man schreibt die e-Funktion ab und den Exponenten tut man differenzieren. Also t abgeleitet ergibt 1, also steht hier einmal e hoch t. Das heißt, wir schreiben die Funktion ab und dann der Exponent wird abgeleitet. Also total easy. Ja, und dann steht hier e hoch nt mal n. Ja, jetzt sieht man warum. Okay, jetzt setzt man hier für t 0 ein. E hoch 0, e hoch 2 mal 0, e hoch 3 mal 0, e hoch n mal 0. Ja, e hoch 0 ergibt immer 1. Also bleibt übrig 1 plus 2, 3, 4 bis n. Ah, wir müssen also die Summe der ersten n Zahlen wieder bilden. Das kennen wir doch. Schon wieder der kleine Gauss. Das ist dann einfach n mal n plus 1 halbe. N kürzlich. Und wir bekommen für die momenterzeugende Funktion, also an der Stelle 0, also die Ableitung von der momenterzeugenden Funktion an der Stelle 0, folgendes raus. N plus 1 halbe. Jawohl, das ist übrigens der Erwartungswert von unserer Zufallsvariable. Wer es nicht glaubt, ja, kann ich kurz skizzieren. Also wir hätten jetzt die momenterzeugende Funktion nicht dafür benötigt, aber es geht ja, weil die so einfach ist, deswegen habe ich es ja mal gemacht. Okay, unsere Zufallsvariable nimmt ja bloß die Werte 1, 2, 3 an und so weiter bis n. Und wie ermittelt man da den Erwartungswert? Wir könnten ja sagen, wir haben ja schon eine Formel dafür. Sagen wir a, also a ist 1 und b ist n. Dann war doch der Erwartungswert der diskreten Zufallsvariable war doch a plus b halbe. Ja gut. A ist 1, B ist n, halbe, ja, also es ist genau n plus 1, halbe. Alles klar. Also, ein paar Worte zu der momenterzeugenden Funktion. Wir haben jetzt gerade festgestellt, dass der Erwartungswert, ich schreibe es mal so hin, e von x hoch 1, die 1 schreibt man normalerweise nicht. Das ist dann die Ableitung der momenterzeugenden Funktion an der Stelle 0. Dann das zweite Moment ist dann e hoch x. Quadrat ist dann die zweite Ableitung von der momenterzeugenden Funktion an der Stelle 0. Und dann e hoch 3 ist dann, ja, ihr seht die Logik. So, das sind die Momente. Das nennt man die Momente. Das sind hier die Momente. X hoch 4 und so weiter. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann das k-te Moment ist dann x hoch k. Ist ja dann die k-te Ableitung von der momenterzeugenden Funktion an der Stelle 0. Okay, wir wollen, ja, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt, wir wollen die Varianz herleiten. Ganz kurz, die Varianz ist nicht das zweite Moment. Die Varianz, ich schreibe es mal hin, also der Verschiebungssatz ist bekannt. Varianz von der Zufallsvariable x ist das zweite Moment minus das erste Moment zum Quadrat. Das ist die Varianz. Das heißt, wir benötigen, also wir können es ersetzen, das heißt, die Varianz von unserer diskreten Gleichverteilung ist dann nichts anderes wie wie das zweite Moment, die Ableitung der momenterzeugenden Funktion an der Stelle 0, minus die erste Ableitung an der Stelle 0 zum Quadrat. Okay, wir brauchen also die zweite Ableitung. Dann machen wir die mal. So, die erste Ableitung haben wir bereits gebildet. So, jetzt die zweite Ableitung. Ich rechne den Wert gar nicht aus, sondern es ist wieder das Gleiche. Die Konstante bleibt stehen, dann leite ich wieder e hoch 3t ab. Das heißt, der Exponent wird einfach nachdifferenziert. Dann steht hier halt einfach zwar 9, aber 9 schreibe ich nicht. Ich schreibe einfach 3 Quadrat. Das sehe ich dann nachher besser, wenn ich dann die Summe bilde. So, okay. Jetzt haben wir die zweite Ableitung. Ich setze jetzt in die zweite Ableitung den Wert 0 ein. Der Faktor e hoch irgendwas, also e hoch 0 ist wieder 1. Und es bleibt übrig 1 plus, gut, die 1 ist einmal 1, also kann ich schreiben als 1 Quadrat, 2 Quadrat, 3 Quadrat. Das kennen wir auch schon mittlerweile. Das heißt, ich muss die Summe der Quadratzahlen bilden. Dafür gibt es auch eine Formel, eine Summenformel. Das ist n plus 1 mal
2n plus 1 durch 6. So, okay. Die Varianz war, zweiter Moment minus das erste Moment zum Quadrat. Also n plus 1 mal 2n plus 1 durch 6 minus n plus 1 halbe zum Quadrat. Ja, also hier spare ich das Punkt, Punkt, Punkt. Also das kann man zusammenfassen. Wenn man es dann geschafft hat, zusammenzufassen, dann kommt raus n Quadrat minus 1 durch 12. Das ist die Varianz. Ja, also das kann man mit der Momenterzeugungsfunktion machen. Man kann also die Momente bilden damit. Man kann auch zum Beispiel die Schiefe oder die Wölbung mit Hilfe der Momenterzeugungsfunktion bestimmen. Ja, ich hoffe, das war hilfreich.